For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind in Shadenhall angekommen. Da würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir das Schwert. Oh! Ein Angriff. So. Was ist das? Nichts wie weg. Hey. Getötet. Die beiden Frauen haben es leider nicht überlebt. Aber gut. Das Schwert des Kreuzritters wurde erneut geweiht. Ich besitze jetzt alle 8 Reliquien des Kreuzritters. Bla bla bla. Dann tun wir unser Schwert gleich mal ausrüsten. Wunderschön. So. Jetzt aber auf zur Priorei. Da habe ich schon einen Safe angelegt. Edler Kreuzritter, der Prophet ist hier. Er ist soeben eingetroffen. Er schien zu wissen, dass ihr kommt. Er sagte mir, ich solle euch erwarten. Und da seid ihr ja. Kommt. Er predigt in der Kapelle zu den versammelten Rittern. Ihr solltet sofort mit ihm sprechen. Okay. Wen haben wir denn da? Ritter, erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Brelin von Silvinar, zu euren Diensten. Ich bin gekommen, um mich als Ritter im Dienst Auriels anzubieten, oder Akatoshs, wie er in Cyrodiil genannt wird. Ich habe nur meine Geschicklichkeit mit der Klinge anzubieten, die nicht unerheblich ist, und meine Verehrung für unseren Herrn Auriel. Wollt ihr mich akzeptieren, so unwürdig wie ich bin? Ich akzeptiere. Willkommen im Orden. Ich fühle mich geehrt, dem Orden unter eurem erlauchten Kommando beizutreten. Entschuldigt mich, ich muss ins Waffenlager gehen und mich ausrüsten, wie es einem Ritter der Neuen zukommt. Und ihr zwei? Seid gegrüßt, Ritter! Mein Bruder und ich haben gehört, dass ihr einen heiligen Ritterorden gründen wollt, und wir möchten euch unsere Schwerter anbieten.
Wir sind den ganzen Weg von Skyrim gekommen, um uns euch anzuschließen. Wir haben zwar keine Erfahrung als Ritter, doch wir haben in der Legion gelernt, Soldaten zu sein. Nehmt ihr uns auf? Ich akzeptiere. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet uns aufrichtig und tapfer finden. Ich kehre zurück, sobald ich mich ausgerüstet habe. So, die beeilen sich jetzt und... Schön, dass wir uns treffen, Ritter. Ja, ja. Rüsten sich aus. Währenddessen sitzen hier die anderen vier. Nummer 5, den ich durch einen Cheat wieder zurück ins Leben gerufen habe, ist spurlos verschwunden. Naja, wir könnten jetzt warten, bis die kommen und sich ausrüsten, aber... Schön, dass wir uns treffen, Ritter. Stattdessen rede ich schon mal mit ihm. Ihr seid aus eurem bescheidenen Schattendasein herausgetreten und zur Legende geworden. Keine Großtat, die ihr in eurem Leben vollbracht habt, ist vergleichbar mit dem, was ihr nun geworden seid. Ihr seid eine Inkarnation von Pelinal Weißplanke, dem Fluch von Umaril dem Ungefiederten. Die Zeit ist gekommen, euer Schicksal zu erfüllen. Umaril versteckt sich im alten Tempel von Garlas Malatar. Ihr müsst dorthin gehen und ihn vernichten. Dann bin ich also bereit? Nein. Wenn ihr Umaril gegenübertretet, würdet ihr dasselbe Schicksal erleiden wie Pelinal. Aber die Zeiten ändern sich, und selbst die Gestalt des Göttlichen muss sich daran anpassen. Einst waren es die 8, doch steht ihnen nun einer mehr zur Seite, und sie sind die 9 geworden. Meint ihr Talos? Ja, durch die Apotheose des Tiber Septim wurde das Gesicht des Göttlichen verwandelt. Talos ist aufgestiegen, und aus den 8 sind 9 geworden. Also, obwohl ihr die Rüstung der Götter tragt, ist sie doch unvollständig. Ein Relikt der alten Sitten und der alten Götter. Wie vernichte ich Umaril dann? Euch, der ihr euch als Hüter dieses Reiches und mächtigster Krieger seit Jahrtausenden erwiesen habt, gewährt Talos seinen heiligen Segen. Mit den alten Gaben der 8 und der neuen Gabe des einen gewappnet seid ihr nun bereit, gegen Umaril anzutreten. Was bewirkt der Segen? Das wird euch ermöglichen, Umaril nach dessen Tod ins Geisterreich zu folgen. So könnt ihr seinen Leib und seine Seele für alle Zeiten vollständig vernichten. Ihr müsst zuerst seinen lebenden Körper töten. Dies liegt jenseits der Macht der meisten Sterblichen, doch ist dies nur die geringere eurer beiden Aufgaben. Seine dädrische Natur ermöglicht es seinem Geist, nach dem Tode nach Oblivion zu fliehen. Dies hat Pelinal erfahren, als er Umaril das erste Mal besiegte. Aber ihr könnt das, was Pelinal nicht vermochte. Der Segen von Talos wird euch ermöglichen, dem Geist von Umaril zu folgen, wenn er seinen Körper verlässt. Dies ist eure Aufgabe, und ihr dürft nicht versagen. Das werdet ihr auch nicht, denn die Neuen kämpfen an eurer Seite. Ich will mehr über den Geist von Umaril wissen. Als Umaril sich mit den Daedra vereinte, dehnte sich sein Geist über dieses Reich hinaus aus. Seine körperliche Gestalt kann zwischen den Reichen umherreisen, doch sein Geist ist gebunden. Wenn sein Körper zerstört wird, reist sein Geist zurück nach Oblivion und wird in den Feuern der Schöpfung neu gebildet. Mit der Rüstung der Götter und dem Segen Talos könnt ihr ihm dahin folgen, wohin Pelinal nicht gelangt ist, und seinen wahren Geist vernichten. Sobald sein Geist zerstört ist, wird er völlig ausgelöscht, getilgt aus allen Reichen der Existenz. Was ist Garlas Malatar? Garlas Malatar war der westlichste Vorposten des Ai-Leidenreichs. Er wachte über die Abekanische See, wie wir sie nennen. Seit seiner Rückkehr hat Umaril Garlas Malatar zu seinem Quartier gemacht. Dort müsst ihr ihn suchen. Was ist Umaril für ein Feind? Umaril kann in seiner körperlichen Gestalt auf normale Weise nicht besiegt werden. Seine Hiebe strecken die mächtigsten Krieger mit einem einzigen Schlag nieder. Die 8 schufen die Reliquien, um Umarils grausamer Macht zu widerstehen. Versucht nicht, ihm ohne diesen göttlichen Schutz entgegenzutreten. Das war's, ich bin bereit. Eure Ritter werden sich bei Garlas Malatar sammeln und auf euch warten. Ruft alle zusammen, die ihr für würdig haltet.
Nicht alle, die diese Hallen betreten, werden zurückkehren. Jene, die im Dienst der Neuen fallen, werden auf ewig in den Hallen ihrer Väter weiterleben. Ich wünsche euch Glück bei eurer Mission, Kreuzritter. Wir verlassen uns auf euch. Okay. Seid gegrüßt, Kreuzritter Fürst. Und natürlich habe ich einen Speicherstand. Bei Gaia... Wie heißt's? Galas Malatar. Ganz im Westen. Mit allen 8 Kreuzrittern. Und dann würde ich sagen... Seid gegrüßt, Kommandant. Ich stehe bereit, Kreuzritterfürst. Sollen wir Galas Malatar angreifen? Startet den Angriff. Ritter der Neuen. Umaril und seine Auroraner müssen vernichtet werden. Angriff! Diese Auroraner. Für Akadosh und die Macht! Für Alos und Neus! Für die Macht! Zeigt mir, was ihr da tut, euer Schiff! Mögen die Eltern euch Gnade gewähren, denn ich werde es nicht! Ich werde euch ereilen! Wer weiß, was wir drinnen vorfinden werden. So weit, so gut. Wir haben sie überrumpelt? Da ist noch Achtung, einer. Achtung! Umarils Auroraner greifen an! Na komm. Beiden Brüdern. Traurig. Naja, was soll's? Umaril versteckt sich bestimmt weiter innen. Gerade erst auf, du erbärmlicher Bohr. Für Talos und die Neuen. Hey. Aber war ja eigentlich schon als wir in der Höhle waren.
Nakatosch hat... Ich... Das ist Treffer Nummer 2. Arathus. Ja, dann laufen die nicht über die Nase. Jetzt ist Schluss! Hey. Stirb! Hey! Auf Level 9! Gute Bestie! Die Macht der Götter ist dir gewiss! Für die Neuen! Ach, da ist noch einer. Mehr könnt ihr also nicht. Mariel, komm heraus und kämpfe, du Feigling! Lasst uns weitergehen. Überlebt. Der Elf? Ja. Scheint so. Na dann. Auf in den Kampf. Das gefällt mir gar nicht. Ritter der Neuen, folgt mir! Soll ich jetzt etwas machen? Also nicht. Stirb. Warum wollt ihr nicht sterben? Üble Bestie, die Rache der Götter ist dir gewiss. Ja! Hey! Mariel könnte euch ja den Zorn Wollt ihr nicht sterben? Das ist für Anwesen. Lenkt meine Klinge! Der gerechte Zorn Sternas möge euch ereilen! Oh. Shit. Oh nein. Wisst ihr was? Ich werde jetzt aggressiv. Für die Neuen!
Ach scheiße, ich habe schon eins gehabt. Oh. Ihr kämpft, ich renn los. Eigentlich muss man nur zu der Kugel gehen. Der Ungefiederte. Oh. Ah. Noch ein paar Wäschchen. Kanamita Abazel Umaril? Yandotje! Och, jetzt bin ich zu schwer belastet. Immer noch. Ach ja. Wo haben wir? Da.
Was, Mabalani, Al-Yazinso? So. Spalangua. Elna da Rakuba. Ach du Scheiße. Umaril ist endgültig vernichtet. Ich habe meine heilige Mission beendet. Kreuzritter, erhebt euch, steht auf und erblickt das Licht. Atmet wieder und erhaltet eure Belohnung. Ihr habt eure göttliche Aufgabe erfüllt. Ihr habt den Orden wiederhergestellt. Ihr habt den Feind der Neun bezwungen. Der Orden soll als Schwert und Schild der Neun dienen in den dunklen Zeiten, die uns bevorstehen. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Euch ist das gelungen, was uns versagt blieb. Ihr habt eure Sache gut gemacht und eure Ritter ebenfalls. Endlich sind wir vom Fegefeuer erlöst. Nun werden wir im Jenseits dem Ruhm der Neuen in deren Heerscharen dienen. Ihr könnt unsere Geister herbeirufen, wenn ihr uns braucht. Betet einfach an unseren Grabstätten, dann wird euch jeder von uns eine Gunst von den Neuen gewähren. Möge euer Schwert alle Tage eures Lebens den Neuen dienen, Kreuzritter. Lebt wohl! Ihr habt meine Seele vor dem Bösen gerettet, das mich umgarnt hatte. Dafür stehe ich auf immer in eurer Schuld. Die alte Erbitterung, die mir im Leben so wichtig vorkam. Was ist sie nun? Wie kann sie gegen meine Seele aufgewogen werden? Die Ritter der Neuen stehen erneut Seite an Seite. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ich nahm das Schwert mit mir ins Reich des Bösen. Ihr habt uns beide gerettet. Die Götter lächeln angesichts solcher Taten, edler Ritter. Das Böse ergriff Besitz von mir. An jenem Tag, an dem ich Sir Caius auf den Stufen der Priorei erschlug. Ich hetzte ihn auf, da ich seinen Jähzorn kannte, und dann tötete ich ihn, als er die Waffe gegen mich zog. Ich habe ihn kaltblütig umgebracht, und das mit dem heiligen Schwert. Ich hätte ihn entwaffnen oder verwunden können. Doch ein kalter Stolz hatte mich gepackt, und so erschlug ich ihn, zog in den Krieg und kehrte niemals zurück. Das Böse gewann immer mehr Macht über mich, bis ich grausam wurde. Ein tyrannischer Herrscher, ein Schrecken im Land. Und im Tod hielt mich das Böse noch enger umklammert als im Leben. Dank euch liegt all das hinter mir. Sir Caius und ich werden Seite an Seite nach Aetherius reisen, wie in alten Zeiten. Die Götter sind wahrlich gnädig. Möge euer Schwert immer treffen. Ja, unsere Rüstung kann man schön hier hinten. Ziehen wir aber nackt, das ziehen wir uns schnell wieder an. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ich würde sagen, lassen wir das auch da. Sieht doch so schön aus. So, Fürst Akatosh verleiht euch seine Macht. Wenn eure eigene Kraft nachlässt, vertraut auf die Neuen. Stimmt der? Ah, Stärke hat sich um 5 erhöht. Die Bella hat euren Verstand und Charme verstärkt. Lasst niemals zu, dass eure Augen blind für die Schönheit der Welt werden. Ah, Charisma. Kynaret gewährt euch die Hurtigkeit der Wildnis. Das ist wahrscheinlich Schütze. Nee.
Schnelligkeit. Ich glaube, Stärke ist am besten. Fürst Akatosh verleiht euch seine Macht. Wenn eure eigene Kraft... So. Kreuzritterfürst! Wie kann das sein? Ihr seid am Leben? Es ist ein Wunder! Ich hörte Stimmen in der Krypta und ich kam, um nachzuforschen. Ihr seid in Garlas Malatar verschwunden. Nach der Schlacht suchten wir im Inneren der Ruine und fanden euch neben Umarils Leiche. Euer Körper war unversehrt, doch ihr wart tot. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ihr habt nicht mehr geatmet. Wir haben euch in der Krypta zur letzten Ruhe gebettet. Wir hielten euren Tod geheim. Wir hatten Angst vor dem, was geschehen würde, wenn unsere Feinde erfuhren, dass ihr tot seid. Das Wunder der Neuen sind viele. In der Tat. Wir wussten, dass es euch gelungen war, Umarils physische Gestalt zu zerstören. Aber es schien, als hätte euch dasselbe Schicksal wie Pelinal Weißblanke ereilt. Sagt, wurde Umaril vernichtet? Ich habe ihn von seiner Seele getrennt. Dann ist er vernichtet. Wir haben gewonnen und ihr seid am Leben. Ich muss es den anderen erzählen. Horcht, Ritter der Neuen. Heute haben wir einen unleugbaren Beweis der Kraft und der Macht der Götter gesehen, denen wir dienen. Im Kampf gegen den schrecklichen Umaril gefallen, wurde der Kreuzritter durch die Gnade und Barmherzigkeit der Neuen wieder zum Leben erweckt. Wie kann das sein, fragt ihr? Was ist mit unserem Feind? Was ist aus Umaril, dem Ungefiederten, geworden? Umaril wurde vom Kreuzritter erschlagen. Sein Geist wurde in die Leere verbannt und endgültig vernichtet. Er wird sich nie wieder erheben. Lasst uns den Neuen danken. Durch ihre Macht hat der Kreuzritter die Welt für immer von Umaril befreit. Hoch lebe der Kreuzritterfürst! So. Ich stehe euch zu Diensten, Kreuz. Also jetzt gibt es neue. Lebt wohl. Ersatz. Was für liegt den an? Gestorbenen? Seid gegrüßt, Ritt. Und schönen Tag. Tanning hält die Musk. Ich stehe euch. Ah, die hat auch überlebt. Schönen. Man kann sie. Aber der andere Ork ist auch gestorben. Auf Wiedersehen. Ist auch gestorben, ich stehe euch. Und ja, auf man kann jetzt jeden von ihnen sagen, sie sollen dich begleiten, aber kein Interesse. So, ist der Prophet noch da? Nein. Der ist für immer spurlos verschwunden. So. Und ja. Das war's dann mit der Questreihe Knights of the Nine. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und beim nächsten Mal gibt es eine neue Quest. Tschüss!